Willkommen zurück zu einer neuen Folge Days Gone. Begrüße das Gemüse. Wir haben offscreen Fleisch besorgt, Tiere gejagt und jetzt geht es weiter mit der Hauptstory. Das ging schnell. Das ging schnell. Hey, Boozman, ich hab Fleisch dabei. Das sollte eine Weile reichen. Hey, Dick, danke, Mann. Ich hab grad keinen Hunger. Ich salz es gleich ein. Das schon. Sie lassen mich nicht gehen, okay. Neuer Fertigkeitenpunkt. Ja, cool. Na? Oh, was hier mit? Da müssen wir hin. Warum hat er überhaupt hin? Ach so. Ah. Dann machen wir Schnellreise. Das ist besser.
So, fahren wir mal beim Mechaniker vorbei. Kann ich helfen? Hey, ich sehe mich nur um. Sprit wird immer knapper. Bis demnächst. Wie geht's dir, Kleine? Sie lassen mich nicht gehen. Warum willst du gehen? Du bist dir doch sicher. Ich muss arbeiten. Okay. Okay. Wo ist denn Tucker? Kann ich dir helfen? Na? Kein Job verfügbar. Mal ein Koblenz Camp. Macht schon, ich hab nicht ewig Zeit. Das ist die. Das ist na, was ist da passiert? Hey. Manny, was gibt's? Man will draußen nicht ohne Sprit da stehen. Das steht fest. Okay. Danke, Mann. Irgendwas dazu zu sagen? Tage auch. Wie läuft's? Yes. Hast du Beute dabei? Cool. Du warst wohl sehr fleißig. Oh, okay. Okay. Bis demnächst. Auch kein Job verfügbar. Okay. Deacon. Hey. Kann ich helfen? Das hält erstmal. Das brauchst du unbedingt. Gut. Jemand hat ein Reh erlegt. Okay.
Aber. Ihn sofort verfolgen. Er entkommt uns sonst. Wen verfolgen, Tuck? Ganz ruhig. Na, Roach, Roach. Du kennst ihn, ein Kumpel von Leon und Alvarez. Aber ich hab ihm vertraut. Oh Gott. Verdammt, Tuck, das war ein Fehler. Ja, er ist mit den restlichen Pillen Richtung Norden. Meine Jungs haben ihn bei Marion Forks verloren. Ah, gut, okay. Ich versuche ihn aufzuspüren. Dann machen wir Jagd, oder? Nur tanzen. Gutes Timing. Das sollte reichen. Danke. Ich komm später. Mit der durchgeschlagenen Reise. Moment mal, Esther hier habe ich anscheinend noch nicht beseitigt. Ich komme später wieder und weiche dann die anderen aus. Das ist es. Okay, was haben wir denn da? Jetzt habe ich dich. Tucker, ich habe ihn entdeckt. Es sah aus, als würde er auf jemanden warten. Deke, lass ihn nicht entkommen. Ich will ihn lebend. Ja.
Was zur Scheiße, Tucker? Lebend? Er hat mehr geklaut als gedacht. Ich muss wissen, wo er das Zeug versteckt hat. Hm. Oh, Scheiße. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Oh, komm schon, Roach. Wo willst du hin, ha? Ich bin immer noch hinter dir, du Arschloch. Okay, dann eben auf die harte Tour. Hey, es geht. Roach, halt an, ich will nur reden. Ja? Deswegen schickt Tucker dich zum Reden? Ja, Gott verdammt, wenn ich dich töten wollte, dann wärst du schon tot. Geh dir doch Arsch. Ich weiß, was du mit Liam und Everest gemacht hast. Roach, hast du es etwa eilig? Wo willst du hin? Ja. Fahr zur Hölle, St. John. Wer entkommt uns noch? Was ist hier noch? Mike, hier ist jemand. Was zur Hölle? Achtung, er will dich raus! Lass ihn nicht entkommen, Deke. Ach du Kacke. Seid ihr schon hier, ha? Mit Hinterhalte im Verfassungstrotz. Hab dich, du Arschloch! Hey Roach, wie läuft's denn, Kumpel? Siehst du? Ich sag ja, ich bring dich nicht um. Dick, nein! Ich hab nichts gemacht! Tucker sieht das anders. Ich schätze, als Leon und Alvarez mit den Pillen abgehauen sind, haben sie dir nichts abgegeben, ha? Dick, nein! Nein, sag mir, was du dir dabei gedacht hast. Ich will's verstehen, okay? Du hast den Rest eingesteckt, als die Alte gerade nicht geguckt hat? Ich hab nichts dabei, okay? Durchsuch mich! Nein, das ist nicht mein Job. Das überlasse ich Erkai. Hey, Tuck, ich hab ihn. Schreib die Koordinaten auf. Alkai soll Leute schicken. Hast, okay, Dick? Ich bitte, lebt Mann, der noch? Mann, bitte. Hatte er die Pillen? Ja, noch lebt Dick, er. Aber wenn das so bleiben bitte, soll, dann bitte, sollte Alkai seinen Arsch hochkriegen. Weißt du noch? Du und ich, wir waren Freunde. Bitte. Gut, dann. Will ich sterben? Lass mich nicht so zurück! Verrückte Komm Frage. Schon, hast du schon mach mich los! Fick dich! Scheiße, fick dich! Was ist denn das? Die Kleine, die ich mitgebracht habe. Ich will sie ein bisschen aufheitern. Sie hatte früher so ein Ding. Mann, keine Ahnung. Der Geschenkeladen beim Belknap-Krater? Oder vielleicht Marion Fox? Wo bin ich denn drauf? Juhu. Ja, okay. Danke. Ach so.
Rumpany. Run. Ah, ah. Deacon St. John, hier ist Ada Tucker. Ich soll dir von Elkai sagen, dass das Camp dankbar ist für die Sachen, die du beschaffst. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Benzin. Ja. Yeah. So. Benzin ist wichtig. Oh. Warum mal? Das war's. Und worauf geht's hin, die Reise? Erstmal nach Hause, hätte ich gesagt. Und dort ruhen wir uns aus, bis es hell wird. Und dann werden wir den nächsten Kontrollpunkt befreien und danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefällt, so ein Like da lassen und wir sehen uns. Bis dahin, euer Lichinator. Ade.